Ja, guten Morgen. Ach, es gibt eine Pepsi und Stacklands. So, wir sind hier auf unserer netten, lustigen Insel. Was haben wir überhaupt? Wir haben Eisenstangen mitgenommen, ne? Und Stoff. Ja, was ist denn Goldmine? Feuerstein, Golderz, Holzstein, Dorfbewohner. Ja, dann wollen wir das uns doch mal besorgen. So, gibt es das denn hier? Insel der Ideen. Nee. Grillen und Chillen? Nee. Insel Einblicke wahrscheinlich. Eisenstange, Rohrzucker, Sandstein, Chilischoten, Limette. Ja, mal gucken, mal gucken. Was wir erstmal machen müssen, ist Geld besorgen. Jetzt haben wir hier 6. Nehmen wir durchaus mal einmal Grillen und Chillen. Haben wir eine Krabbe. Die ernten wir einfach ab. Wir haben eine Flasche rum. Und einen Meeresfrüchte-Eintopf. Das ist ja. Ist ja nett. Die Flasche rum möchte ich gerne trinken, wenn ich darf. Kann ich ja gar nicht. Nee, dann lassen wir das auch. 8 Muscheln. Ja, viel. Wir haben einen Holzfällerlager aber und einen Steinbruch. Stimmt, wir haben einen Steinbruch. Kriege ich aus dem Steinbruch hier was anderes raus, ist die Frage. Das habe ich mir ja mitgenommen. I remember now. So, schauen wir doch mal, was unser Steinbruch mitbringt. Steine. Das ist ja schön. Aber anscheinend nichts weiter. Gut. Bringen wir ganz kurz die Makrele um. So, mit einem Aquarium. 5 Fische aufnehmen. Ja, was bringt uns das? Wir brauchen auch noch ein Golderz. Wir brauchen auch noch das Golderz. Und Glas. Glas können wir jetzt machen. Ne, Salz. Gut, eine Schmelzhütte müssten wir noch bauen, ne? Schmelzhütte, Schmelzhütte, Schmelzhütte. Ja gut, Feuersteine gibt es nicht. Wir haben jetzt aber 11 Muschels. Brauchen wir noch eine mehr und dann können wir mal immense Inselgruppe kaufen. Da sind doch bestimmt gute Sachen drin. Und Goldbarren ist da drin. Wichtig. Rohrzucker kann man bestimmt krasse Sachen mitmachen und ein Eisenvorkommen. So. Aus dem Eisenvorkommen bekommen wir doch bestimmt Golderz raus. Wir haben Pampe bekommen. Ach ja, verdorbenes Essen. Eisenerz. Nee. 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 Schade. Schade. Aber wozu brauchte ich. Also kann ich jetzt eine Goldmine. Golderz. Ja, wie gesagt, da brauche ich Golderz für. Kann ich hier nach Goldbarren. Gut, kann ich dann bauen, aber. Er sagt mir nicht, was ich damit machen kann. Was ein bisschen schade ist, das wäre nämlich viel geiler, wenn er mir sagen könnte, was ich damit machen kann. Goldener Brustpanzer, ja gut. Ach, kann ich im Zweifel mitnehmen. Ne? So ist ja nicht. Fregatte, 10 Brett, 3 Segel. 3 Segel. Da wollen wir das doch mal realisieren, ne? Was brauchten wir dafür nochmal? Baumwollpflanze, ja. Können wir uns doch mal ein, zwei Baumwollpflanzen? Ja, genau so. Das meinte ich, wenn ich Baumwolle gesagt habe. Bananen ist ja quasi wie Baumwolle. Naja, weil dann können wir ganz viel Shit hin und her schiffern. Dressierter Affe, ja. Macht das Holz fertig. Und die Makrele, die hieten wir gleich weg. Yes. Zweimal Baumwolle reicht für Stoff. Nicht für Seil. Scheiße. Stoffseil. Ach, ist okay. Ist doch noch richtig. Machen wir. Bauen wir schon mal Segel für später. Und so haben wir ganz viel Holz und Zeug.
Wollen wir alle dabei nicht haben? Denn wir wollen. Wir wollen. Ja, erstmal weiterkommen. Affe, bring das Viech mal um. Mein Affe ist weg. Verdammt. Da einfach meinen Affen umgebracht. Magischen Staub habe ich auch drüben noch genug. So, mehr. Goldvorkommen, das ist richtig und wichtig. Das hier ist ein Problem. Nice. Ja, wir machen deutlich mehr Damage als der Junge. So. Golderz. 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 So. Goldmine. Feuerstein, Golderz, Holzstein, Dorfbewohner. Ja, Feuerstein ist ein Problemchen. Feuerstein und was noch? Holzstein. Ja, das kriege ich alles. Den Feuerstein kriege ich hier raus im Zweifel. Ich meine, Baumwolle brauche ich auch, ja. Schmeißen wir das mal weg. Ach nee, Stein brauche ich ja auch. Ah. Holz. Ein Holz brauche ich aber nur, ne? Ein Feuerstein. Ein Holz. Ein Golderz. Brauche ich nur noch den Stein. Brauche ich nur noch den Stein. Wie mache ich Stoff nochmal? 4 Baumwolle. Ja, gut, passt ja. Haben wir auch hier wieder etwas mehr Platz. Gönn dir mal den Aal. Bitte. Bitte, Dankeschön. So, und dann holen wir uns hier das Holz raus, damit wir uns. Oder Banane wegen meiner. Damit wir uns Steine kaufen können und dann haben wir die Goldmine. Ja, gut. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Aber okay. Baumwolle will ich ungern verkaufen, weil ich da ja Segel draus machen kann. Ja, komm, ess erstmal was. Alle wurden satt. 4 Karten sind zu viel. Verkaufen wir mal die beiden Useless-Dinger hier, die Banane. Noch eine Banane. Und welche mit der Makrele? Stein brauche ich. Stein brauche ich. Nein, Bananen nicht. Bananenbäume jetzt auch nicht. Die geben mir ufte Eier. Angelplätze sind nice, aber ganz ehrlich, ich brauche Stein. Sag mal, kriege ich das hier nicht raus? Nö, tatsächlich nicht. Ach, ich kann Sandstein benutzen, ne? Stimmt, muss ich aufhören, mal den Sand wegzuschmeißen. Naja. Angeln wir erstmal ein bisschen was. Der Fisch können wir ja immer wegschmeißen, wenn wir wollen. Und der Dorsch, der zählt ja nicht zu unserem Kartenlimit. Wenn der einfach rumschwirrt. Ne, das ist ja. Das ist ja Essen, was wir quasi auf Rückhand haben dann. Das ist ja voll smart. Der ist ja voll smart. Müssten vielleicht mal das
Dingsbums haben. Das Aquarium, damit wir damit auch was anfangen können. Wie war das in der Hütte? Eine Hütte brauchte doch ein Holzsteinstock. Holzsteinstock. Mal gucken. Mal gucken. Sand. Ein Sand. Ein Sand. Sand ist aber noch kein Stein. Nee. Sand an sich ist noch kein Stein. Gut. Angelplätze, ja. Verwandeln wir die doch mal in Fische. Was brauche ich die für ein Aquarium? Aquarium. Zwei Glas Eisenstange. Ja, da kommen wir ja langsam hin, ne? Bin ich eigentlich dumm? Ich kann den Kacksand verkaufen. Drei Karten zu viel. Holz und Stock. Ich meine, die meisten werden es schon gesehen haben, ne? Ich habe einen fucking ich habe einen fucking Steinbruch. Ich kann mir jederzeit Stein einfach aus dem Arsch ziehen. Deswegen habe ich den doch hier hingebaut, damit ich nicht den Scheiß machen muss. Mein Gott, bin ich geistig verwirrt. Goldmine. Okay. Lagerhaus. Eine Eisenstange, ein Stein. Machen wir das auch noch? Während die Fische hier Unwesen treiben. Ne, weil mit dem Lagerhaus, dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier. Und bringen jetzt gleich mal die Fische um. So. So, haben wir den ganzen Fisch auch einmal besorgt. Das heißt. Aquarium, dafür bräuchten wir Glas, dafür bräuchten wir eine Schmelzhütte. Dafür brauchen wir Feuerstein, zwei Ziegel, ein Brett. Arbeiten wir uns mal auf die zwei Ziegel vor. Das heißt, wir brauchen sechs Steine. So, weil dann ist das auch alles etwas schöner. Wir sollen demnächst auch mal eine zweite Person hier mit hinbringen. Ne, aber dazu kommen wir gleich. Zwei Ziegel. Ne, wisst ihr was? Goldbarren. Schmelzhütte habe ich hier nicht, ne? Wie viel kann die Schaluppe mit nochmal mitnehmen? 10 Karten. 10 Karten, meine Freunde. Das heißt, wir nehmen das Erz mit. Bauen nochmal. Das dauert aber lange. Eine Münze ist da rausgekommen. Was soll das denn? Ich wollte hier Gold haben. Nicht Goldmünzen. Ein Piratenschiff ist erschienen. Ach du Kacke. Golderz. Wir lassen dich für 3 Münzen in Ruhe. Ich habe keine 3 Münzen. Ich hätte Münzen mitnehmen sollen. Nee, Boss, ich verschwinde einfach. Bye. So.
Schaluppe. Das heißt, wir haben Goldbarren jetzt. Golderzen. Das mal haben wir hier gar kein Holz mehr. Nee, wir haben auch keinen Hund mehr, leider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 7 passten auch durch das Tor raus rein, deswegen habe ich 7 gemacht. Richtig, wo ist mein Dauerportal? Ich hätte doch ein Dauerportal. Dauerportal. Ja. Okay. Dann bitte ich euch. Immer noch Sachen in der Waffenkammer, ne? Die ich finden kann. Zaubergewand. Ja, interessant. Ein Brett. Brennt ein Brett? Nee. Warte, ein Wolf. Wolf. Wo ist mein Knochen? Ich hab meinen Hund wieder. Nice. Mein Leben ist gerettet. Immer so ein Apfel hier. Auch wenn ich ihn gerade nicht so wirklich brauche. Holz voller Lager. Du mach mal, was weiß ich. Baut mal Eisen ab oder so. Ich weiß auch nicht warum, aber. Hey, warum nicht? Noch ein Goldbarren? So. Jetzt haben wir 4 Goldbarren. Ja? Und wir haben goldenen Brustpanzer. Das heißt, das ist ein fettes Ding. Das ist ein dicker Oschi. Ja, danke. Das heißt, die meisten hier haben Kettenpanzerrüstung. Warum hab ich so viel? Der hat einen Feuerumhang, stimmt. Kettenpanzer. Der hat kein Kopfschmuck. Kopfschmuck sind ja, also die Kopfdinger, das kann ich auch Amulette reinpacken, soweit ich das weiß. So, zum Beispiel Donnerbüchse natürlich fucking nice. Wald- oder Bergamulett. Dafür brauche ich Goldbarren immer, ne? Ja. Besorgen wir uns doch gleich welche. So, aber für die Kinder. Die wollen wir so ausrüsten. So, und was habe ich hier? Magische Klinge. Kann durchaus eine haben. Ein Morgenstern kann durchaus eine haben. So, und was ist noch eine gute Waffe? Kampfstufe 4 ist das halt auch nur, ne? Guck mal, der hat aber auch nur 3 und der Bogen ist echt stark. Goldener Brustpanzer. Ja, den habe ich irgendwo rausgelootet bekommen. Eine Armbrust. Seil, Brett, Holz, Eisenstange. Seil. Brett, Holz, Eisenstange. Ja. Hatte ich nicht noch eine zweite Holzfällerei? Nee. Seil, Brett, Holz. Brauche ich noch 2. Ach so, macht er ja selber. Aha. Nee. Hä? Ach ja, die Eisenstange habe ich vergessen. Nee, warte mal, habe ich doch. Seil, Brett, Holz, Eisenstange, Schmiede. Ah, da ist mein Problem. So, Armbrust. So. Ja, komm, lass das mal gut sein. Ich meine, das können wir durchaus mitnehmen. Wir haben einen Bogenschützen für drüben. 4. Und beide unsere Bogenschützen.
Ja. Gut. Egal. Nice, der Hund hat gut geilen Shit gemacht. Das heißt, wir warten noch mal auf die Kinder. So, haben einen dicken Krieger. Dann gehen wir einmal in das Dorfportal und jieten die Alte weg. Jo, fresst einfach noch mehr. 15 HP hat er halt aber nur, auch nur, ne? Verteidigung plus 3. Max Gesundheit plus 5, Verteidigung. Ah, weiß gar nicht, ob der so gut ist dann, um ehrlich zu sein. Aber wir haben uns dafür jetzt entschieden. Und wir gehen mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dudes in das Dauerportal. Und jieten die doofe Hexe jetzt einmal weg. Du hast also noch nicht genug, das wirst du wirst mich niemals besiegen. Okay. So, weil hier sind jetzt normale Leute. So, die sollten wir ja wegkriegen. Leider kann ich hier nichts fokussen, ne? So, wir speeden das mal ab. Piratensäbel, nice. Aber ich habe noch viele weitere. Wir bekämpfen Welle 6, weil wir können im Zweifel unseren Shit ja mitnehmen, ne? Piratensäbel ist actually ganz gut. Actually. Besser als das normale Schwertding. Kann ich den irgendwie rausnehmen? Nicht wirklich. Goldbarren. Hier ist guter Shit drin. So, es wäre nice, wenn der Dude nicht sterben würde. Zaubergewand. Nice, nice, nice. So, weil wenn der nicht stirbt, dann bin ich ohne Casualties hier rausgegangen. Bitte stirb nicht. Der greift die drei an. Ach ja, Pech. Einen Bogenschütze haben wir verloren. Aber den mit der Armbrust sogar. Sad life. Ja, ein zweiter ist auch weg. Nicht nice, aber hey. Den Rest kriegen wir aber hin. Nee, das reicht erstmal. Zwei Dudes haben wir verloren. Das heißt, wir reproduzieren zwei Dudes. So, und ich denke auch, ich nehme die Kettenpanzerrüstung mit, eher anstatt die Goldrüstung. So. Das heißt, das ist für einen. Die Armbrust ist für den anderen. Ja. Da haben wir noch mehr Kettenpanzer, so den magischen Stock, den können wir hier unten hinlegen. Ideen können wir verkaufen, Zaubergewand. Um ein paar Wunder zu machen, ist natürlich ein nicer Shit. Schlüssel brauche ich gerade nicht. Münzen sind nett zu haben. So. Und ein random Schwert. So, jetzt war es ja aber. Kämpft die böse Hexe. Ja, machen wir gleich. Amulett. Zwei Goldbarren. Das hat. Was machst du denn hier? Das soll geschmolzen werden. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, ne. Kommt hin. Ich nehme alle Eisenstangen mit auf meinem Boot. Kann ich mit mehreren rübergehen? Theoretisch ja. Ich nehme meinen Hund mit. Der Hund kann aber nicht kämpfen im Zweifel, ne? Nimm meinen Schwertkämpfer mit. Vorteil ist, die werden jetzt einmal geheilt, natürlich. Ein bisschen zumindest. Ne, der 5 HP-Dude hat jetzt 11 HP von 15. Und ich habe zwei Menschen hier. So. Schaluppe kann weg.
schließe noch zwei Quests ab. Ja, welche Quests haben wir denn hier überhaupt noch? Insel essen? Ja, gut, das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Mach einen Dorfbewohner betrunken, das schaffen wir. Baue eine Kantine, baue einen Gewächshausbauer, einen Komposter, steche ein Piratenschiff, Freunde, stelle Glas her. Stelle Glas her wollen wir sowieso machen. Dafür brauchen wir aber Sand. So, ich schau mal schnell, ob ich hier Sand. Da. Sand haben wir, eine verkackte Möwe. What the fuck? Gehst du wohl weg? Ich hätte Gold mitnehmen sollen, ne? Ach, egal. Ich hab ja zwei Dudes hier. So, das heißt, Schmelzhütte. Zwei Feuersteine, das ist ein Problem, ja. Zwei Ziegel. Hab ich. Was wollte ich denn hier raus machen? Ziegel, Segel, Eisenstange? Ja, nichts wahrscheinlich. Wollte ich wahrscheinlich mitnehmen. Zwei Ziegel, ein Brett. Okay. Zwei Ziegel habe ich. Holen wir uns das Brett. So, und du produzierst weiterhin Gold. Ja, ein Pirat, komm. Warum ziehe ich den raus? Tigerpelzmantel. Sexy. Nehmen wir mit. Genau, wie war das? Holz und Eisenstange macht nichts. Lagerhaus? Ein Stein. So, weil wenn ich so viel Eisenstangen mit habe, dann kann ich halt actually auch daraus noch zwei Lagerhäuser bauen. Dann habe ich halt auch erstmal Ruhe. So, Essen haben wir noch genug, aber auch nicht wirklich für lange, ne? Töte mal eine Makrele. So. Sind wir da auf der sicheren Seite. Holz brauchen wir noch etwas. Für die Schmelzhütte brauchen wir nämlich ein Brett. Ne, dann reicht das hier. Dann mach daraus ein Brett. So, und dann besorge ich Feuersteine. Ja, Essen ist knapp, I know, aber ich habe auch Makrelen, die ich umbringen kann. 30 HP hat er, ne? Der hat halt echt krassen Shit dabei. So, lass uns das mal hier etwas organisieren. Ist auch noch mehr Fisch. Wir haben Lagerhäuser, wir haben halt richtig viel Platz jetzt. Einer geht hier rein. Wir brauchen Feuersteine. Wie viel? Zwei Stück. Zwei ganze Feuersteine. Meinen Sand lasse ich gerne da. Baumwolle auch. Kann ich mehr Segel draus bauen? Aber ich brauche dann halt auch wirklich mal langsam hier eine gute Einnahmequelle. Dass hier ab und zu Münzen rauskommen, triggert mich so, ne? Weil mit Münzen kann ich halt gar nichts anfangen. Sand. Ein Angelplatz wegen meiner. Töte aber erstmal die Möwe. So. Ich damit. So, und dann hoffen wir mal, dass hier irgendwie sinnvoller Shit rauskommt. So, ich verkaufe nicht alles, ne, aber ein bisschen natürlich von meinem Fisch. Baumwollpflanzen sind nett. Sand würde ich auch gern aufbewahren, natürlich. Den Fisch lasse ich erstmal da, dann habe ich auch mein Essen fertig. Den Affen können wir mal umbringen. Bringt uns einen Knochen wenigstens. Mal weitermachen hier.
Jetzt ist aber auch echt genug Sand, ne? Jetzt ist aber auch genug Sand. Oh, Feuersteine! Ja, geht doch. Einer von zwei. So, dann treib mal das Holz dem, ne? Treib dem mal das Holz aus. Ja, Essen ist knapp. I see. Machen wir sofort, wenn das Treibholz hier durch ist. Zum Fick. Eine Hautausschale. Achso, er hat sich verwundbar gemacht. Wir brauchen nicht so viel da drin. Zwei vielleicht. Weg mit den Affen. Ein Köttel. Normalerweise würde ich sagen, nice. Aber ich bin aktuell auf einer Suche nach was anderem. Endlich mal auch mein Golderz. Nice. Aber unser Problem mit dem Feuerstein besteht natürlich immer. Das besteht immer. So, haha. Feuersteine. Eine Schmelzhütte. Weil dann sind wir hier wirklich autark zu Hause. Dann haben wir hier uns eine ganz eigene Operation aufgebaut. Ja, du kannst da rumgoldminen, wie du lustig bist. Schmelzhütte. Holzfällerlager. Ach, obwohl, du hast, wir haben hier noch Treibholz rumliegen. Nehmen wir das doch. Und schmelzen den ganzen Sand weg. Ja, Glas. Nice. So, der darf durchaus einmal durchlaufen noch. Gut, haben wir drei Münzen für die Piraten nächstes Mal. Wir brauchen zwei zum Überleben. Ne, wir brauchen theoretisch sogar mehr zum Überleben. Warum bist du aus dem verkackten Holzfällerlager rausgegangen? War ich das? Naja. Muss ein bisschen warten. So. Damit er ein bisschen Vorlauf hat, ne? So, jetzt haben wir ordentlich Sand. Glas, meine ich. Oh, Golderz haben wir auch langsam. Das heißt, Terrarium müssen wir gar nicht bauen, ne? Schmiede baue ich hier, glaube ich, erstmal nicht. Jetzt brauche ich eine Flasche. Besteche ein Piratenschiff? Ja, baue ein Gewächshaus. Mache einen Dorfwohner betrunken. Ja, erstmal. Nee, Aquarium, nicht Terrarium. Zwei Glas. Eine von unseren Eisenstangen. Shit. Das wird jetzt knapp. Jetzt haben nicht alle was zu essen bekommen. Ach so, ja. Verhungern ist instant tot. Ja, gut. Scheiße. Das kann ich nicht mitnehmen. Boah, ist das sein Ernst? Boah, da habe ich absolut nicht drauf geachtet. Ja gut. Ja, der Kobalthut, wegen dem Kobalthut ist es halt kacke, ne? Naja, was willst du machen? Kann ich eine Leiche da reinpacken? Nein. Ach ja. Müssen wir wohl noch einen Dude bauen.
Fregatte kann aber. Ja, brauche ich ja, glaube ich, gar nicht mehr groß, ne? Machen wir daraus Stoff. Dann ist der da. So, was kann ich noch aus Glas machen? Was kann ich noch aus Glas machen? Gewächshaus, ja. Gut. Zwei Goldbarren. Ich würde gerne natürlich mehr Gold mitnehmen. Kampfstufe 8? Hol mir einen fucking Stein ran. Töte mal das Ding, damit ich hier mehr Fische bauen kann. Ach, leere Flasche. Ah, na, Moment. War gerade sehr verwundert. So. Ja, gibt es überhaupt noch was Sinnvolles, was wir dann hier machen können? Außer Golderzfarm. Eigentlich nicht. Na, und natürlich. Hier so ein paar. So ein paar Quests noch machen. So wie betrunken werden. Dann können wir durchaus mal machen. Das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das darf ich aber nicht. Ja, aber er hat den Feuerumhang, ne? Also von daher, der muss mitkommen. Das heißt, Quest, mach ein Dorf ohne Betrunken, baue eine Kantine. Kantine. Brett, Eisenstange, Lagerfeuer. Lagerfeuer habe ich nicht. Baue ein Gewächshaus. Gewächshaus. Habe ich das nicht? Glas? Zwei Glas, ein Erdboden, ein Dorfbewohner, zwei Eisenstangen. Zwei Eisenstangen, zwei Glas. Ein Erdboden, ja, dann fahren wir wieder nach Hause, würde ich sagen. Kann ich das ganze Glas mitnehmen? Wie viel kann die Schaluppe tragen? Nehmen wir ein bisschen extra Glas mit. Ja, noch habe ich das Essen. Muss aufpassen, dass ich das wieder auch leisten kann, sonst sterbe ich hier schon wieder. So. Schmelzhütte. Ja, das random extra Glas. Gewächshaus, Erdboden. Erdboden, ja, ein Erdboden wird das Problem sein. Habe ich Erdboden noch? Ja. Let's try it. So, und ich brauche natürlich Holz für meine... Hallo? So. Ich vergesse immer, dass das Sägewerk kein Holz macht, sondern der Holzfäller, obviously. Pflanzt Pflanzen automatisch nach. Wait. Das ist ja fucking awesome. Das hätte ich ja drüben bauen sollen mal. Hätte ich da ja unendlich viel Essen gehabt. Egal, bauen wir uns ein paar Amulette. So, und zwar... Zwei Goldbarren, magischer Staub, Holz. Zwei Goldbarren. Magischer Staub, Holz, Schmiede. Magischer Staub, Schmiede. Achso, und ein Kind brauchen wir extra, weil ich habe ja einen aus Versehen verloren. Hehe.
So. Das sieht nach einem Plan aus. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hier liegt ein random Brett rum. Warte, jetzt muss ich aber hier noch hier Zaubergewand. Guck mal, wenn ich ein Zaubergewand habe, was passt zu einem Zaubergewand? Genau, ein magische Klinge, magischer Ring. Kampfstufe 9. Zwei Münzen? You fucking kidding me? Zwei Münzen und etwas magischer Staub reicht? Ja. So. Das ist dann für dieses Baby. Und dann ziehen wir nochmal in den Krieg. Alle wurden satt. Ja, kann ich nicht mal einen Helm bauen? Ich kann immer noch keinen Helm bauen. Muss rausfinden, wie ich fucking Helme baue, Mann. So, die brauchen aber noch etwas HP. Das heißt, ein, zwei Cycle brauchen die noch. Einen Shit hat der gemacht, der hat nichts automatisch nachgepflanzt. Ich hab auch genug davon. Ofen. Ach nee, ich brauch zwei Eier dafür. Stimmt. Ja, deswegen ploppen da auch ab und zu so random Omelettes raus. Zack. Eigentlich auch. Universität braucht noch zwei. So. Dann. Apfelbäume haben wir ja hier. Könnt ihr ein bisschen Essen machen. Und was brauchen wir? Wir brauchen Geld. Wie macht man am besten Geld? Mit Sklavenarbeit. Ist schon wieder das. Also, Steinbruch, Eisenmine, Eisenmine, Holzfäller. Holzfäller? Habe ich nur einen Holzfäller? Scheint so. Scheint wirklich so zu sein. Okay. Kochtopf. Oh, für Nahrung werde vom Ende des Hohnes davon essen. Kochtopf, 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 das ist ja nice. Ein Lagerfeuer, zwei Eisenstangen. Nice, gut zu wissen. Ich glaube, ich könnte sogar fast von meinen Tieren alleine überleben. Ah, da ist der Dorfbewohner rausgeflutscht. Da hätte ihn gerne natürlich noch Dings, seine Waffen gegeben, bevor wir den Mond starten. 21 von 25, ja, wegen meiner. Suchen wir uns gleich unsere Boys raus, mit denen wir in den Kampf ziehen wollen. Für den Moment schiebe ich den Schmarrn wieder weg. Holen wir uns ein, zwei Dinger noch. Sieben Karten noch? Ja, gut. Knochenstab.
Hab leider keine Knochen. Aber hey, gut, dass es den gibt. Danke, etwas magischer Staub ist nie verkehrt. Magischer Stab. Was braucht man dafür? Magischer Staub, Holz, Schmiede. Kampfstufe ist deutlich höher als magischer Zauberstab. Oder? Gegenstandsstufe 4. Da steht aber nicht, was für eine Kampfstufe. Das ist immer so ein Ding, ne? Naja. Wurfsterne. Wurfsterne, daraus können wir einen Ninja machen. Das mussten wir auch noch machen, ne? 3 Eisenstangen. Excuse me? Eine Mimik. Ich habe eine verkackte Feuersteintruhe. Wow. Und noch ein Goldbarren. Das heißt. Nee. Wenn ich da Glas reinmache, macht da nichts mehr. Okay. Ja, Steine brauche ich dann da drin, ne? Kriege ich denn einen Stein her? Aus dem Steinbruch natürlich. Kann ich ein neues Amulett machen? Ah. Den magischen Staub vergessen. Er macht einfach Steine draus. Der hier ist schon so strong, ne? Der kriegt einfach noch mehr. Dann sortieren wir die gleich nach Kampfstufe und gehen noch ein letztes Mal in den Wald. Nachdem ich einmal Wurfsterne gebaut habe. 3 Eisenstangen brauche ich. Achso, und etwas Holz natürlich. Warum bist du in einem Steinbruch? Ist absolut gar nichts drin zu suchen. So. Brauchen wir noch ein? Ja, wir brauchen noch ein Kind, was wir dann zum Ninja machen können. Einen Wurfstern bauen. Wurfsterne. Wurfsterne mit Kettenpanzer. Ne, hört sich gut an. Dann esst mal wieder. Wir müssen ja da ungefähr voll ab hier sein. Das ist ja. So, Kampfstufe 24, 35, 51. 34, 28, 28, 40. 40, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Einer bleibt zurück. Du hast auch nichts drauf. Nee, okay. Ja, das sind eh die mit dem nicen Gier. Das heißt, bauen wir mehr Apfelbäume, dann hat unser Hund auch wieder was zu tun. Und let's fucking go. Ja, wir haben uns nochmal gemeldet. Schalte alle Inselpakete frei, das ist doch nice. Du hast meine Lakaien besiegt, aber ich habe noch viele weitere. Okay. Magischer Wälzer. Wie sieht's HP-technisch aus? Unser Bogenschütze ist langsam am Arsch. Wir gehen jetzt mal raus. Ja gut, was sollen wir? Was wollen wir mit rohen Fisch? Brett ist auch für den Arsch. Magischer Wälzer. Gegenstandsstufe. Holy hell. Warte, wir hatten hier doch auch einen Magier.
Gegenstand Stufe 9, Gegenstand Stufe 11, Gegenstand Stufe 6. Das heißt, warte mal, er hat eine Kampfstufe von 35. 35. Ja. Bringt auch noch mehr Max-Gesundheit, ne? Obwohl, das bringt auch Max-Gesundheit, ne? Ne, bringt's nicht. Hat er 30 HP. Ja. So, 37. 34. 37. Okay. Du hast 28. 32. Aber du bist denn kein Zauberer, sondern nur ein Magier. Das ist jetzt aber erstmal kein großes Dilemma, oder? Ist ein Zauberer besser? Ich würde doch, glaube ich, einen Zauberer haben wollen. Den kann ich aber einen Zauberstab geben. Magischer Stab. Magischer Staub, Holz und Schmiede. Magischer Staub. Holz und Schmiede. Schauen wir mal, was das für eine Kampfstufe bringt. Weil der müsste ja gedacht besser sein. So, warte, er ist 28. 34, ja. Ja, ja. So, wir haben hier auch Bogenschütze mit einer Armbrust. Armbrust, okay. Schwertkämpfer mit dem Piratensäbel. Der hat den magischen Wälzer. Ja, aber vom Krieger bin ich nicht überzeugt. Ach, der hat 28 mit dem. Wenn wir dem Kettenpanzer geben, hat er 26. Ja. Ist also tatsächlich besser. Wenn wir ihm Wurfsterne geben... 34. Damn. Machen wir doch lieber das. Ja, und das sind dann meine beiden Inselboys. Obwohl, das Zaubergewand ist pretty strong, oder? Also mit einem goldenen Brustpanzer hat er 37. 32. Ja. Hat er nur 15 HP, ne? Kettenpanzer. Da 35, aber 20 HP mehr. Ich glaube, das ist overall einfach besser. Kann sich natürlich unverwundbar machen damit, ne? Das kann er hiermit nicht. Er kann das den Gegner betäuben. Schwierig. Schwierig, schwierig. Was wir mal machen können, ist die ganzen Schwerter wegzupacken. Brauchen wir doch nicht mehr. Können wir alles behalten. Sind Waffen im Zweifel, die wir ganz gut nutzen können. So. Und dann finde eine Schatzkarte. Ja, wo finden wir die denn? Müssten wir nochmal auf die Insel. Bau auf dem Festland eine Kathedrale. Kathedrale. Goldbarren Glas. Ja, machen wir das noch? Machen wir noch. Lass die Viecher erstmal essen hier und dann ist gut. Ja, das Gewächshaus ist wie gesagt einfach ein Scam. Ich würde aber durchaus nochmal etwas... ist den Eisenminen mitnehmen. Können durchaus noch mal in die Schatzkammer reingucken. Spitzhacke. Ach, fuck off. Komm. Bring die um. Goldbarren. Nice. Goldbarren sind gut. Bewahren wir uns auf. Warte, das heißt, Goldbarren. Ich brauche 4 Goldbarren noch und 4 Glas.
4 Glas, 4 Goldbarren. Got it. Na, ich muss das im Hinterkopf behalten. Noch 2 Karten. Also dann nach dem hier. Oh, ein Gegner. Was? Konnte das nur passieren? Noch ein Goldbarren. Damn. Riesenradde. Nice. Knochen ist nice. Den behalte ich. Haben wir alles? Jetzt haben wir alle Karten hier, zumindest hier durch. Das ist schön. Das ist doch mal ein schöner Meilenstein, auf dem wir die Folge beenden können. Das heißt, wir gehen nächste Folge nochmal auf die Insel, bereiten alles vor für die Kathedrale. Ich werde meinem A-Team hier quasi aber durchaus. Mit Glas passiert da nichts, ne? Durchaus noch wie heißt es? Durchaus noch voll ausrüsten, das heißt, der Ninja braucht noch einen Kopf. Zack. So. Das heißt, nächste Runde gehen wir wieder in das Portal. Jieten die Alte weg. Die alte Tante, die da drin ist. Und dann gönnen wir uns noch die Kathedrale. So, das Kind braucht noch eine Rüstung. Das Kind rüsten wir dann aus. Gehen wir mit rüber. Das Kind kriegt keine Rüstung, weil es liegt ja alles auf der anderen Insel, weil einer von unseren Dudes ja gestorben ist. So. So nämlich, ne? Das heißt, ich würde sagen, wir bereiten uns vor, nehmen ein bisschen Eisen mit und dann würde ich sagen, gehen wir los und das machen wir alles beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut da rein. Bye bye.